ich will nicht weiter rumlaufen. Immerhin kommt der Zombie nicht hinterher. Ich glaube, das ist so ein kleiner Safe Room. Kann das sein? Ich hoffe. Was ist denn das? Heilwirkung von Kräutern. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheiten mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräutern vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung des wahren Potenzials. Dieser Kräuter und diese Heilwirkung. Weitere Forschungen dürften noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Okay, also rot und blau sollen wir kombinieren. Grün und grün war das, grün und blau auch. Oder, nee, nicht grün und blau auch, sondern einzeln. Da bin ich mal gespannt. Oh no, wir haben keinen Platz mehr. Was ist das? Schießpulver. Können wir das direkt kombinieren? Ja, wir haben es direkt kombiniert. Perfekt. Das ging doch alles. Darkroom. Oh nein. Seit Life is Strange mag ich keine Darkrooms mehr. Professor Jefferson? Professor? Mr. Jefferson? Hallo, Mr. Jefferson? Hast du hier Fotos von uns? Werden wir gleich getötet? Oh mein Gott, das sind tatsächlich Fotos! Mr. Jefferson, nein! Das ist bestimmt Max! Nein! Mathilda! Pistole, 9 mm. Achso, das ist unsere Pistole. Oh, Mr. Jefferson! Da können wir bestimmt auch mit einem Bild was machen, falls wir eins finden. Rote Kräuter. Ich meine, das sieht pink aus, aber es soll Rotes darstellen, da bin ich mir sicher. Jetzt haben wir das gemischt. Bringt uns das irgendwas? Habe ich jetzt ruiniert? Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Ja, jetzt liegt das aber da. Und was nun, Schild, ha? Was willst du machen? Jetzt liegt das da, jetzt können wir nichts mehr tun. Also das hier ist wirklich ein Safe Room, das beruhigt mich. Können wir jetzt nachgucken? Macht Musik, als ob wir was verändert hätten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es anders aussieht. Wir müssen leider Gottes wieder rausgehen und ich will nicht. Bitte, bitte, bitte warte nicht auf uns. Oh, Kraut. Verdammt, wir haben keinen Platz. Was ist das? Ein Brett? Verdammt, wir haben keinen Platz. Ah, wir müssen irgendwas da lassen. Guck mal, wir haben doch keine Flinte. Können wir das rauswerfen? Oh, Moment, bevor ich irgendwas rauswerfe. Wir haben doch ein Lager. Wir können Sachen ins Lager tun. Wie tun wir das? Kräuter ins Lager. Die Flintenmunition. Und den Schlüssel, weil den brauchen wir eh nicht mehr. Können wir das beides kombinieren mit dem? Ja, jetzt haben wir Platz. Perfekt. Jetzt können wir auch die Kräuter mitnehmen. Und das Brett. Gut, dass wir nicht gucken müssen. Platzmäßig. Du bist ja immer noch da. Ah, nachladen! Scheiße. Bitte lass es die anderen nicht hören. Ich würde gerne... Ah ne, Moment, wir brauchten ja eine Schlüsselkarte. Ich glaube, ich würde gerne mal nach ganz oben gehen. Da war ja der Zombie im Weg, aber jetzt haben wir... Entschuldigung? Ah, da bist du. Jetzt haben wir ja ein... Jetzt haben wir Munition. Also können wir ihn umbringen. Ist das sogar der auf der Treppe war? Kann das sein? Lass mich los! Lass mich los! Warnung! Oh mein Gott, ich habe eine Warnung bekommen. Ich werde sterben. Nein, die andere steht auch auf! Nein, was? Nein! Bleib weg! Bleib weg! Ich schieße! Mann! Unsere arme Munition. Wir haben die gerade wieder bekommen! Nochmal. Kraut. Das
Dann behalten wir das. Wir kombinieren das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das andere zerstört habe dadurch. Verdammte Zombies! Jetzt können wir wenigstens nach oben gehen. Was auch immer uns hier erwartet. Ich hatte ganz kurz Angst wegen dem Geräusch, aber das war nur... Das ist nur der Kronleuchter, der das macht. Mein Gott. Will mir auch einen Schrecken einjagen, ja? Um jeden Preis? Ist hier wieder eine Kombination? Ach, verdammt! Können wir hier Lieutenant Eddie eingeben oder so? Oder zweimal E und dann L? K? E? O? N? M? Verdammt, das ist nicht Eddie's Schrank. Was ist das? Oh, das ist der Schlüssel für die, wo haben wir die gesehen? Irgendwann haben wir die Tür gesehen gehabt. Verdammt, wo war die? Ah, ich werde die wiederfinden. Aber das war der Schlüssel für die Tür. Die brauchten wir. Oh, geht's hier weiter? Was zum... Was war das? Ich will nicht unbedingt weitergehen. Was war das? Hallo? Bitte bring mich nicht um, was auch immer du warst. Ich komme in Frieden. Was war das? Oh, Schießpulver. Was war das für ein Viech? Das war wie so ein Mini-Demogorgon. Oh! Ich bin erschrocken! Oh mein Gott! Warum liegt da eine Puppe? Oh, mein Herz! Bitte fall nicht runter. Bitte bleib da, du Pinata. Ich mag nicht unter dem durchgehen. Oh, was ist das? Oh, eine Bibliothek! Oh, hier fühle ich mich besser. Ich will mich aber hinhocken, das geht nicht. Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Wieso? Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Schmeckt es da unten? Schmeckt's? Schmeckt's wie Schweinefleisch? Hähnchenfleisch? Wonach schmeckt es? Kannst du es uns sagen? Er will es uns nicht sagen, der will sein Essen genießen. Sind wir verletzt? Er hält sich so fest. Wir haben eine Warnung unten. Was heißt das? Das, Aua? Aua, Aua, Warnung? Ich glaube, ja. Können wir uns heilen? Ah. Aua, Aua, Warnung war das. Wir werden runtergehen. Oder gehen wir zurück? Da war dieses Viech. Ich habe Angst, aber ich will gucken. Ich will hier nichts verpassen in dem Raum. Auch nicht in dem Flur. Nicht, wenn wir irgendwas vielleicht bräuchten. Oh, guck mal, hier ist direkt was. Was ist das? Oh, eine Gürteltasche! Wir hätten fast extra Plätze verpasst. Gut, dass ich nochmal hingegangen bin. Kannst du bitte das aufheben? Anonyme Notizen. Diese Konzern... Weh. Ich mag das Wort nicht. Haben mir den Geldhahn abgedreht. Und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt den Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einen mit C4 präparierten Stahlfärch gesperrt. Ich muss ihn nur noch zünden. Dann war's mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es ja gar keinen Spaß mehr. Vielleicht werde ich mit diesen einen durchgedrehten Spinner ein kleines Spielchen spielen. Ja, vielleicht... Vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deine Nachbarn und dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht... Du schreist was von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mit deinem Vorgesetzten schon widersetzt? Mir deinem Vorgesetzten schon widersetzt. Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Man bringt das Spaß, fehlt nur noch die Musik. Was zur Hölle habe ich da gerade gelesen? Wer auch immer du warst, der Typ ist ja absolut durchgedreht.
Der ist wahnsinnig, der Mann. Der hat irgendwas... Nee, der ist einfach wahnsinnig. Hier drin sogar. Das ist... Oh mein Gott, sind da viele Leichen. Das müssen wir holen, ne? Das ist Medaillon. Das brauchen wir. Ey, dieser Typ, was ist denn mit dem los? Wie krank war der? Der war wahrscheinlich sauer, aber du kannst doch nicht ein paar Folterspielchen spielen hier. Ich meine, gut, vielleicht hat es ja Spaß gemacht. Hätte er uns zusehen lassen können oder mitmachen lassen können, aber... Ah, Mann. Können wir das zünden? Mit Schießpulver? Nein. Mit irgendwas anderes? Mit irgendwas anderem? Können wir mit draufschießen? Nein. Nein. Ich habe schon wieder eine Kugel verschwendet, weil ich es versucht habe. Schade, dann kommen wir irgendwann anders nochmal rein. Da müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, beim Flur ging es noch weiter, richtig? Wenn wir wieder rausgehen. Da war irgendwo noch dieses Monstervieh, also müssen wir vorsichtig sein. Ich will kein Monstervieh sehen. Ah, hier ging es gar nicht weiter. Oh Gott sei Dank. Wir müssen nicht zum Monstervieh. Noch nicht. Das kommt sowas von noch. Die Frau sieht echt verstört aus. Nee. Was auch immer ich da gerade gehört habe. Nein. Ich will mir das Gemälde doch nicht angucken. Ich gehe. Wir könnten da runtergehen. Da sind zwei Zombies. Ich glaube, wir könnten auch hier lang, oder? Oder? Oh mein Gott. Nein, können wir nicht. Oh, wieso? Wieso tust du das? Verdammtes Spiel. Geh hoch. Geh hoch. Warum ist dieses Spiel so... Na, ah, Mann. Können die hinterher? Können die klettern? Können nicht klettern. Gott, bin ich dankbar. Scheißdreck. Oh, der macht nicht mal was, weil er uns nicht sieht. Sehr gut. Kriegt er gar nicht mit, dass wir ihm die Kopfhaut wegschießen. Nevermind, er hat es mitbekommen. Oh, tut mir leid, hast du das zu spät mitbekommen? Verdammter Boden, ey. Können wir da rüberspringen? Als ob du doch nicht rüberspringen könntest, Leo. Das könnte selbst ich. Und ich bin nicht ausgebildet. Ich schaff das. Oh, er muss sich selbst motivieren. Er schafft das wirklich. Da bin ich mir auch sicher. Ich sehe auch schon gerade, während ich hier aime, was wir als nächstes machen müssen. Wir müssen, da unten ist so eine Hebe. Sag mal. Die Ausdrücke hier. Da ist so ein Hebelding. Ich denke mal, wir müssen die Bücherregale verschieben, damit wir rüberkommen zu der Tür. Tot? Na Gott sei Dank. Ich glaube, jetzt haben wir die unten alle. Ich hoffe doch. Hier ist auch noch eine Tür. Wo führt denn die hin? Was ist das? Oh, Schießpulver. Direkt kombinieren. Nice. Der Meshus. Haben wir für das Pferd auch im Buch? Ich glaube, das hatten wir auch, ne? Oh Gott. Wo war das? Notiz. Ja, das Pferd haben wir auch. Fische, Skorpion und ein Topf. Fische, Skorpion und ein Topf. Da ist er ja. Nice, direkt das nächste. Ey, wir sind richtige Profis hier. Schon ein zweites. Was ist das hier? Karte der Polizeistation, obere Stockwerke. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wozu wir die Karten brauchen. Ich meine, für die Items ja, aber ansonsten können wir eigentlich ganz gut selber nachgucken. Und beziehungsweise uns das merken. Oh, du lebst ja noch. Oh, ich dachte, ein Schuss reicht, da kann ich nachladen. Ja, du lebst immer noch. Mein Gott, warum brauchst du so viele Schüsse? Was ist aus den alten Zombies geworden? Ein Kopfschuss und dann vorbei. Nein, du musst immer wieder aufstehen. Ist das nicht drin? Oh, du lebst immer noch. Okay, das hat niemand gehört. Ich bin so erschrocken. Warum lebst du noch? Du lebst immer noch! Du lebst immer noch! Okay, langsam. Mann! Was ist den alten Zombies geworden? Ich wollte so...
respektlos auf seinen Kopf treten. Das hat ihm wohl nicht gefallen. Ein rotes Buch. Können wir das lesen? Ein zerschlissenes altes Buch. Aber wir können damit nichts machen. Ein wichtiges Objekt ist es. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Oh, das wird eine von den Statuen sein. Da müssen wir es raufstellen und dann kriegen wir irgendwas dafür. Rastest du auch aus, wenn ich mich raufstelle? Oh, der ist tot. Der andere hat mich noch veräppelt. Und du? Nein, ich will nicht hoch. Nein. Ich wollte nur was testen. Ich wollte nur Menschen treten und drauf... Naja, draufsteigen. Das Ding vielleicht? Nö. Wir haben keinen Hebel dafür. Geht das jetzt ärgerlich? Dann gehen wir doch einfach mal wieder. Was bräuchten wir denn dafür? Also wir bräuchten so ein Hebelteil, aber das haben wir bisher noch nicht gefunden. Also wir müssen wieder zurückgehen. Dann gehen wir halt wieder zurück. Das geht auch. Okay, kein Monster hier. Noch nicht. Wir müssen die ganzen Spinde endlich aufbekommen. Das ist wichtig. Wir brauchen den Loot. Glaube ich. Hoffe ich. Was ist das für ein Geräusch? Ach nee, ich will gar nicht wissen, was das für ein Geräusch ist. Vielleicht können wir ja finden, wo das Buch rauf muss. Oh mein Gott. Oh, der war stelltot. Danke. War das einer, von dem wir schon angegriffen hatten? Ist er wieder aufgestanden? Ist die Frau noch da? Die Frau ist nicht mehr da. Ach nö, die lebt auch wieder, die alte Kuh. Blöde Hexe. Oh, da bist du. Was? Ach, unten. Mann, lasst mich doch alle in Ruhe. Wie er uns anlächelt von der Treppe aus. Hallo, der freundliche Nachbar. Kommt in die Ecke. Anstatt Milch kriegt er eine Kugel. Oh mein Gott, das hat sich brutal angehört, wie die Treppe runtergefallen ist. Ah, die Sounds sind gut in dem Spiel. Boah, ist das ein Kaffee da drin? Ups, ich will mich immer hinhocken. Hat einer von euch Durst? Will jemand was? Ich kann es leider nicht anmachen. Wir sind wieder im Badezimmer. Und wir können hier immer noch nichts einsetzen, ne? Nö, das geht ja nicht. Können wir die Spinde irgendwie doch aufmachen? Den Spind hier. Ist das irgendeine Nummer oder so? Wir wissen nicht, von wem der Spind ist. Wen hatten wir denn noch? Wir hatten noch Lieutenant... Oh, wir können keinen Lieutenant nehmen. Lieutenant... David... Wie hieß er noch? David irgendwas? Ich gehe jetzt aber alle durch. Was war der David denn für Nachnamen? Ah, David Ford war das, ja. Das ging aber nicht. Ich frage mich, warum das immer drei Ziffern sind. Und du meinst, das müssen die Namen sein? Weil die haben alle immer nur zwei gehabt. Außer einer? Nee, gar nicht. Alle hatten zwei. Außer wir machen Lieutenant dazu. Was ist denn da so draußen, so schönes? Nichts? Okay. Schönes Wetter. Schön am Regnen. Muss ich sagen. Gefällt mir. Ist mal was Schönes. Ich frage mich, ob das ganze Spiel in der Polizeistation sein wird. Wir haben Claire auch lange nicht mehr wieder getroffen. Was zum? Das ist der Typ, den wir schon mal versucht haben. Das sind die gleichen. Stehen die immer wieder auf? Kann nicht wahr sein, die stehen immer wieder auf. Oh, du auch. Oh, hier ist noch was. Brauchen wir. Hier, mein Inventar ist voll. Oh Gott. Weißt du was? Ich muss sowieso Messer loswerden. Komm her. Komm her. Stich in die Brust. Warum stichst du nicht an seinen Kopf? Na komm, stirb.
alles nur Munition aufheben zu können. Und das nur für 3 Schuss. Gott, verdammt nochmal. Wollen wir jetzt endlich unsere Ruhe haben von den Leuten hier? So könnten wir wenigstens uns versuchen... Was war das für ein Geräusch? Weißt du, ich will es gar nicht wissen. Oh, das habe ich gar nicht eben gesehen. Welcome, Leon. Oh, ist das süß. Die haben hier extra so... Oh, Mann. Die haben sich richtig gefreut, dass wir herkommen. Und dann, wenn wir hierher kommen, ist das so wegen einer Zombie-Apokalypse. Das ist traurig. Okay, wir müssen versuchen, die Türen hier aufzumachen. Ich meine, wir können auch einfach zurückgehen, aber... Nö, sehe ich gar nicht ein. Orientierungsbrief, was stand da jetzt genau? Bitte melden Sie... Nee, das ist bitte melden Sie sich. Da. Den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt 2 Schlösser pro Schreibtisch. Ja, aber es gibt doch immer nur ein... Es gibt doch nur 2. Die Schlösser zählt ja nicht. Und wir haben bei den Dokumenten bisher auch immer nur 2 Namen gesehen. Marvin Brannigan? Nee, Brannig? Rita Phillips? Aber da müssen ja 3 rein. Neil Carlson, Elliot Edward, David Ford. Können wir Neil Carlson mal probieren? Das geht gar nicht erst. Können wir hier das versuchen? Neil Carlson, nein, wir können nicht. Rita vielleicht und was war Ritas Name nochmal? Warum sollten die auch Rita nehmen? Aber das mit dem Lieutenant funktioniert ja nicht. Bin überfragt, die haben doch alle immer nur 2 Namen. Initialien sind ja aber die ersten Buchstaben, nicht wahr? Ah, du lebst ja nochmal! Ah! Großartig. Ach, jetzt habe ich meine ganzen... Mann, du kotzt mich an, weißt du das? Wie viel Leben haben die eigentlich? Warum leben die so lange? Mann, mein zweites Messer. Du bist gemein. Du Mobber. Ganz ehrlich. Mobber. Schließfachterminal Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Sonst würdest du euch Mist bauen. Ja, wir sind gemeint. Verdammter Leon. Verdammter Dreckskerl. Oh mein... Kannst du dich beruhigen? Ich will endlich mal in diesem Raum umgucken. Lass mich doch endlich umgucken in diesem gottverdammten Raum. Ist das dein Ernst? Der prügelt sich hier rein, um sich dann rauszuprügeln, um jetzt doch wieder drin zu bleiben? Das ist doch nicht dein Ernst, Zombie! Oh, gönn mir das doch! Ich kann nicht mal in dem Raum gucken, ohne dass da irgendjemand kommt. Jedes Mal! Und ich komme auch nicht mehr zurück, ne? Oh mein Gott, stimmt, da war ja was. Moment, ich gehe in den Safe Room. Da kannst du mich mal. Kannst mich mal. Verdammter Zombie. Mann. Vor allem, ich bringe die alle 50 Mal um und die kommen immer wieder zum Leben zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Was sind denn das für Viecher? Die sollten doch sterben. Warum bringt das denn nichts? Das ist so nervig. Manu. Ich will einmal speichern. Das sehe ich gar nicht ein. Ja, überschreib meine verdammten Speicherdaten. Ich gehe jetzt nochmal raus. Bitte sei woanders. Bitte sei wieder in dem Polizeiraum. In dem Hauptraum, in dem Büroraum.
Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Jetzt kann ich endlich... Denn ich glaube, ich weiß, wie das hier geht. Da sind überall Nummern dran. Also kann ich bei dem Terminal eingeben, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich alles freimachen kann. Also gucke ich erstmal, was ich am ersten brauchen könnte. 109. Also 109 kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Das können wir da einsetzen. Das ist eine Taste schon mal. Okay, 109. 109 können wir eingeben, tatsächlich. Perfekt. Ich denke mal, die Taste, die fehlt, ist dafür da, um... Aber die können wir schon nicht alle aufmachen. Die Taste, die fehlt, ist wahrscheinlich für hinten, für die Schrotflinte da. Endlich wieder Munition. Ja, hier. Dafür ist wahrscheinlich die letzte da. Brauchen wir doch keine Sicherheitskarten. Ich dachte, die Flinten können wir erstmal hier lassen. Oh, die Gürtellasche. 203 und... Was noch? 203, 102 und 103. 203 und dann die 100 da. Ah, die 2 können wir nicht machen. Oder können wir es trotzdem drücken? Nein, können wir nicht. Ah, dann die 103. Es gibt keine 3. Oder ist die 3 das... Oh, never mind, das ist die 3. Okay. Das ist die 3, nur ohne Beschriftung, richtig? Und 102, das geht nicht. Okay, also können wir nicht alle machen bisher. Immerhin haben wir ein Messer und Munition. Die Gürteltasche leider nicht. Aber das kriegen wir noch. Nun müssen wir, um hier weiterzukommen, diese Spinde aufbekommen. Ansonsten geht es doch nirgendwo weiter. Nicht, dass ich wüsste. Oder wir müssen einen Hebel finden. Aber ich glaube, die Hebel finden wir wahrscheinlich in einer von den Spinden. So kann ich mir das vorstellen. 2F. Das macht bestimmt... Das ist bestimmt nicht wichtig. Ich gehe nochmal alle Notizen durch. Von wem auch immer das hier der Schrank ist. Wir müssen gucken. Also, wir haben einen Ereignisbericht. Da haben wir David Ford. Kann ich mir das... Habe ich hier irgendwo einen Zettel? Dann kann ich mir das nebenbei aufschreiben. Ja, ich habe Zettel und Stift. Wir schreiben uns nebenbei mal auf. Wir haben einmal David Ford. Das ist einmal D und F. Okay, wir haben einmal D und F. Das ist einmal ein Einsatzbericht. Hier steht nichts, ne? Nein. So, das ist Leon S. Kennedy, aber das wissen wir ja so. Lieutenant Brannick. Aber wir müssen gleich ins Büro zurück. Ich habe schon wieder vergessen, wie sein Vorname war. Brannick wissen wir. Und aber noch was? Ach nee, da war noch das Blutige. Da war sowieso nichts. Anleitung hat auch niemand geschrieben. Und anonyme Notiz steht auch kein Name. Ist ja anonym. Wir müssen wieder nach unten gehen. Ich muss einmal mir alle Namen von dem Büro aufschreiben. Und den Bleistift aus der Hand nehmen. Sonst kann ich ja nicht schießen, falls ich muss. Und ich muss bestimmt, wenn dieses Monster da schon wieder rumhängt. Ich kann es ja nicht mal mehr Zombie nennen, weil ein Zombie wäre schon längst tot. Überhaupt noch da? Bist du hier? Bist du draußen? Der war draußen. Na komm rein. Na komm schon, so schwer ist die Tür nicht. Los, hopp. Der eine Schuss, ey. Kann nicht wahr sein. So, wir haben... Neil Carlson. Das wäre N-C. Dann haben wir... Allison Edward oder so, wie das war. Ja, Elliot, nicht Allison. Dann EE. David Ford haben wir schon. Marvin Brannick. Ach, Marvin war das. Dann MB. Rita Phillips, RP. Und der letzte. Der letzte steht hier nicht. Wir hatten im Büro. Ist noch jemand? Kann das sein? Hier ist kein Namensschild. Wir haben auch keine Nummer bisher gefunden, oder? Für den Tresor. Können wir hier auf Klicken achten?
Könnten wir alle Zahlen versuchen. Nur gucken, ob eine davon wirkt, so als erste Zahl. Okay. Aber ganz ehrlich, ich muss doch bei einem Tresor auf das Knacken hören und dann in die andere Richtung gehen, richtig? So war das. Aber ich höre einfach kein Knacken, egal was ich mache. Ob ich jetzt alles drücke oder auf so lange warte, bis ich Knacken höre und dann in die andere Richtung gehe. Das funktioniert trotzdem nicht. Und hier komme ich immer noch nicht raus, richtig? Ah doch, hier komme ich jetzt raus. Ich habe den Schlüssel. Stimmt, jetzt können wir auf die andere Seite gehen. Vielleicht können wir das alles ja noch gar nicht machen. Brauchen mehr Informationen. Habe ich ganz vergessen, dass wir den Schlüssel hatten. Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja, das ist Claire. Ja, sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Ich glaube, er packt es nicht mehr so lange. Außerdem verstehe ich nicht, warum Claire nicht einen eigenen Weg reinfinden kann. Ich meine, wir haben es doch auch geschafft. So schwer kann das jetzt auch nicht sein. Oh, wir haben fast alles. Und sie ist nicht diejenige mit dem Buch. Wir müssen irgendwo finden, wer das Buch hält. Das wird noch drankommen. So, Ostseite meinte, hier müssen wir also irgendwo lang. Können wir die Schlüssel nochmal benutzen hierfür? Tatsächlich, wir können es zweimal benutzen. Mann, das ist endlich meine Erleichterung, etwas zweimal benutzen zu dürfen. Ich höre irgendwas hinter mir, da will ich nicht hin. Ja, wir kombinieren. Was ist das hier? Können wir das aufmachen? Nö, ich habe dafür nichts, um das aufzumachen. Was ist das? Ich will nicht zu dem Geräusch. Kunstraum. Das ist überhaupt kein gruseliger Raum oder so. Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine gebracht hatte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weißen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieser Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmsten Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Warum ist das so düster? Meine Güte. Ist das so wahr? Alles, was wie eine verbotene Frucht ist, wird von Menschen angezogen. Kein Wunder, dass damals die Bibelgeschichte so entstanden ist, wie sie nun mal ist. Können wir ihm das Buch geben und dafür das Zepter abnehmen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ach, ihm fehlt sogar eine Hand. Hab ich gar nicht gesehen. Können wir die wieder ranbringen, ohne dass was passiert? Oder explodiert hier gleich alles, wenn ich das mache? Und jetzt das Buch. Ja. Und jetzt ist daran. Und was macht er nun? Oh? Geheimer Gang oder so? Wir haben das Zepter von Sailor Moon bekommen. Das haben wir dadurch ausgelöst. Okay, mit der Kraft des Mondes werden wir das Spiel jetzt besiegen. Richtig, Leon? Du machst das. Ich hoffe, du ziehst dich auch so an wie sie. Gleich kommt die künstliche? Die kunsthafte Verwandlung von ihm.
Und er hüpft mit einem kurzen Rock durch die Gegend. Mit einem Zepter in der Hand. Wird nur die Katzenbegleitung. Und die ganzen Freundinnen. Das wird doch perfekt zu Leon passen, oder? Oh Gott, er hat mich erschrocken. Hallo, ist alles okay? Geht's dir gut? Oh, was? Oh, was ist los? Oh, nein. Der war bestimmt infiziert und ist deswegen... Ach, muss er denn jetzt da reinfliegen, ob er infiziert war oder nicht? Er hat uns den Weg versperrt. Jetzt kommen wir da nicht mehr hin. Müssen wir unten langlaufen? Ah, wir kriegen Cutscene. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Seid nicht so laut, ihr beiden. Und... Oh, ich dachte, er steht auf und nicht, dass er in Flammen geht. Claire! Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Hm. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Oh mein Gott. Okay, Riesenexplosion. Ich war gerade so darauf fokussiert, dass die beiden sich jetzt kennengelernt haben und so eine tiefe Bindung haben. Ja. Also so hört sich das zumindest an. Das hat mich gerade ein bisschen verstört. Deswegen habe ich gar nicht realisiert, dass er zu dieser zum Anfang war. Kümmer dich um dich selbst. Er verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide hier. Ihr habt euch doch gerade erst kennengelernt, oder habe ich irgendwas verpasst? Die haben sich doch gerade erst kennengelernt. Wieso verhalten sie sich, als ob sie sich seit Jahren kennen würden? Ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Tja, Marvin ist wahrscheinlich schon tot und wir müssen ihn gleich erschießen, so sehe ich das. Verdammt. Also das mit Claire und Leon verstört mich. Als ob die schon Jahre kennen würden. Bitte keiner von den Zombies hier aufstehen. Das habe ich ganz genau gesehen, was du da versuchst. Scheiße. Bleib liegen, ja? Danke. Er ist nicht liegen geblieben. Ich muss hier nicht rein. Mann! Diesmal muss ich meine Messer verschwenden an Viechern wie dir. Oh! Oh, ich hab keine Munition! Nein! Aua! Schmerz! Lass mich los! Das ist noch einer! Lass mich! Ich bin verletzt und ich hab nichts. Bitte. Hababam. Wo kommst du her? Nein. Pfui. Aus. Niemand will das. Kann ich mich wieder durchquetschen? Wieso kann ich das nicht? Oh, ich brauche Heilung. Was mache ich denn nun? Aber da konnte ich mich das sonst auch durchquetschen. Oh no, das ist gar nicht gut. Ich werde gleich gebissen werden. Ich werde gebissen werden. Nochmal. Parkour, Sprung! Nein, ich kann nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh runter. Oh, hat er sein Genick gebrochen? Oh mein Gott. Wie komme ich denn hier raus? Ah! Oh mein Gott. Mann, die greifen mich auch jedes Mal, egal wie ich versuche auszuweichen. Das kann doch nicht wahr sein. Ist aber alles ein Raum offen. Ein Brett. Moment, ich sollte mich nicht ablenken, das wurde Brett. Ich habe keine Zeit dafür. Wie komme ich denn hier raus? Oh, nur das ist unfair. Das ist unfair. Ich sterbe. Ich werde sterben. Nein. Oh mein Gott, Leon, bitte, ich will nicht, dass du stirbst. Ah, was ist denn das? Wo soll ich denn hin? Hier hin, ab ins Badezimmer. Keine Ahnung, Mann, ich gehe auf Toilette heulen. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hätte ich wieder nach oben gehen sollen? Ich glaube, ich hätte wieder nach oben gehen sollen. Ich hätte wieder nach oben gehen sollen. Bitte kommt nicht in mein Badezimmer. Sie kommen in mein Badezimmer. Wieso weißt du denn, wo ich bin? Ich habe mich gut versteckt. Ich bin auf der Toilette und weine. Lass mich.
Oh, ich bin so tot. Ich sehe Leons Haare. Nein, bitte nicht. Papa, Bauch. Oh, ich bin so tot. Er kann nicht mehr werden. Oh nein, wir sterben. Oh nein. Es tut mir leid, Leon. Es tut mir so leid. Ich bin falsch gelaufen. Wie schlecht. Wäre ich doch nur woanders angelaufen. Wieso bin ich nicht woanders lang gelaufen? Tut mir so leid, Leon. So dämlich.